wenn man so ergründet, wo ihre wirtschaftspolitischen Schwerpunkte liegen, dann erkennt man so ein Pendeln zwischen einer Unternehmer- und Freiberuflerpartei oder auf der anderen Seite so eine selbsternannte Lobby für sozial Schwache. In welche Richtung schlägt das Pendel aus, wenn wir dann am Mittwoch das FPÖ-Wirtschaftsprogramm präsentiert bekommen? Im Wesentlichen einige Punkte sind heute bekannt geworden. Unter anderem gehört dazu auch die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. Es geht um Werte wie Fairness, wie Freiheit, aber auch Fortschritt. Es geht darum, dass Leistung natürlich auch sich entsprechend lohnen muss. Ja, aber in welche Richtung schlägt das Pendel aus? Eher zu einer arbeitnehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik der SPÖ oder eher zur ÖVP? Ein sozialmarktwirtschaftliches Programm, denn wir sind eine soziale Heimatpartei und es ist kein Widerspruch, ja, ein Wirtschaftsprogramm zu haben, das eben sehr wohl Leistung auch wieder belohnt und nicht bestraft. Und genau das ist es. Ja, was wir heute erleben, ist eine völlig überholte Klassenkampfdebatte. Der einen oder anderen Partei eher zuordnen. Nein, das ist ein freiheitliches Wirtschaftsprogramm, das unter den Wertigkeiten, wie ich sie Ihnen beschrieben habe, auch präsentiert wird. Nicht tendenziell arbeitnehmerfreundlich ist, sondern das wird für arbeitnehmerfreundlich, angestelltenfreundlich und unternehmerfreundlich sein. Ne? Denn ich sage, das sind alles die Leistungsträger, die heute von einer Regierung ganz bewusst gesagt ausgesackelt werden, weil man in den eigenen Verwaltungsbereichen nicht bereit ist, endlich effizient umzugehen. Werden wir uns dann am Mittwoch genauer anschauen müssen. 12 bis 16 Milliarden Euro werden dann möglich, wie das finanziert wird, weil wir gerade darüber sprechen, in welche Richtung Sie eher tendieren. Das hat sich jetzt nicht erschlossen aus dem Wirtschaftsprogramm.